Und willkommen zu einer weiteren Folge Ticket Light Together. Wenn mich recht entsinne, müsste das jetzt Folge 9 sein. Wenn ich mich recht entsinne, und das tue ich sehr, sehr oft. Selten, wollte ich so sagen. Du wolltest selten haben und nur dann hättest du recht gehabt. Aber wir sind ja nicht irgendwie. Naja. Am Arsch der Welt, wo die Kacke fällt. In Klammern, du. Einfach weiter abhauen. Hauptsache, ich krieg genug Holz zusammen, um das Haus zu bauen. Okay, das ist gerade fail. Ohne den Holzfällermob würden wir sehr bis Folge 300 hier hängen. Nein, Folge ja, schätzungsweise 25. Jetzt schätzungsweise 15. Dann wird das Haus jedenfalls so vom Äußeren auf jeden Fall fertig sein. Was hab ich hier gerade? Joint the game. Blup. Egal. Fail. Aha. Ohne Baum einmal rumlaufen. Ray TV. Wow. Plop. Wassereindrang. Uhu, wir sind draußen. Du bist aus deinem hässlichen Creeper-System oder auch Mine genannt draußen. Wow. Und ich will kurz mal abschalten. Die Points? Okay, sind von. Die ganzen Points sind von irgendeiner anderen Welt, wenn ich mal. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Nein, sollst du aber nicht. Ist es ja, aber. Ich schaffe es noch nicht weg ab. Scheiße. Ah, nein. Ah, schreck ab. Ah. Oh, ständig kommt eine scheiß Meldung von meinem PC. Alter, da recke ich hier fast ab. Selbst schuld. Nächstes Mal was. Ich muss hier raus. Wenn du jetzt ertrinkst, lache ich. Nein. Ich bin draußen. Hey, ich bin genau wieder im Haus rausgekommen. Was für ein unscheinbarer Zufall, da kann man nichts. Biu! Ich sag euch nur eins. Creeper-Systeme sind gefährlich! Und mit den ganzen Giftspinnen. Ah, Höhlenspinnen, die sind. Die kotzen an. Motherfucker. Ich beginne hier Großwaldrodung. Das interessiert mich. Irgendwann pflanze ich hier Urwald oder sowas Scheiß an. Haben die Welt irgendwie zurückgesetzt? Nö. Weil ich irgendwie jetzt komischerweise Sachen anders habe als sonst. So, jetzt geht die Axt kaputt. Nee. Aber jetzt bei dem Baum, oder? Jetzt die Axt. Nee, die Axt. Oh. Da war nichts. Also ich werde jetzt ziemlich lange. Freiland. Hey, das. Oh, ein normaler Baum. Wow, ein normaler Baum. Glenn? Blub. Ja, aber ich will die Setzlinge haben. Saplings. Ich überlege, ob ich. Vielleicht kriegen wir auch bald meinen. Hey cool, danke, dass du die Holzsachen einsammeln darfst. Vielleicht kriegen wir auch bald meinen Stargast. Naja, Star. Ja, voll hier. Boah, bist du gemein. Boah, bin ich gemein. Nein, ich bin schon gemein. Doch, er ist ziemlich gemein, sogar sehr. Bis zum. So, hier unten habe ich doch eben dank diesem netten einen ich habe doch eben ein Skelett gesehen. Es geht mir eindeutig zu weit runter. Ein Skelett. Du. Alter, nicht mehr. Jetzt versuche ich Eisen mit der Schaufel abzubauen. Yay, klopp. Ernsthaft?
Ja. Ich wusste, dass er dumm ist. Von Geburt an. Liegt wohl in der Familie. Damit meine ich jetzt nicht seine Eltern, sondern seinen Bruder. Zum Kacken zu dumm, echt. Er ist so dumm. Ey, er fängt an zu heulen, weil er was nicht kapiert. Dabei ist es ganz simpel. Zum Kacken zu dumm. Jeder normale Mensch, normal, würde es sofort kapieren. Ganz einfach. Man geht nach Hause, holt ein LAN-Kabel, damit man zu dritt spielen kann. Und er rafft es nicht. Zum Kacken zu dumm. Und ich habe kein Essen. Haha, ich habe noch ein gebratenes Hühnchen. Toll. Und jetzt nicht mehr. Ich habe doch eben die Kuh gekillt, ne? Ja. Na, dann habe ich ja noch ein bisschen was. Du Schnitzel. Dab. So, jetzt muss ich hier dieses kackte Teil weiter bauen. Das Beinhaus. Habe ich gerade was für die Hundis? Versuche jetzt den ganzen Wald hier abzufällen. Okay, das schafft man nicht, aber egal. Doch, nach irgendwann schaffst du das schon. Ja. Mit ein paar Eisenäxte, denn. Ne, ein paar Dia-Äxte. Ach. Dieses Gefühl, wenn man Dias findet. Und dann dieses andere Gefühl, wenn man abschweißt. Blop, blop, blop. Kein roter Traktor. Los geht's. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Stützbalken schieben. Dann müssen wir ganz, ganz viele Treppen kaufen. Was ist denn deine Lieblingssendung? Kein roter Traktor. Los geht's. Ne? Nein, irgendwie. Ach, sowas darfst du noch gar nicht gucken. Stimmt, ja. Du guckst ja noch hier. Hier. Kein Grund zur Sorge, ich muss mich von dir nicht ärgern lassen. Barbie Ferdobia, oder wie der auch mal heißt. Oder noch besser. So. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Na, finde ich auch gut so. Ach, jetzt habe ich es wieder. Plop. Ah, ich brauche was zu essen. Ah, ich reck mich fast aus. Oh. Darum gleich mal an alle, die hier zugucken, ne? Die bei unserer super geilen, schlechten Let's Play zugucken. Hier unten wollen wir hier einen Hafen reinbauen. Also hier die Erde so ein bisschen wegnehmen und dann so einen Hafen drunter setzen. Los geht's! Hm, wie wäre das? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Kleiner Untertraktor. Los geht's. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Zombies. Ach, ich bin gerade reingegangen. Rohes Rindfleisch. Das kann ich braten. Vor allem High-End-Gamer-Kamin. Gamer-Kamin. Mhm. So. Neidisch. Ja, ich baue mir nachher ein Elektrokamin. Geht viel. Nee, nicht Elektrokamin, Elektroofen. Viel cooler. Elektroofen. Hast du gelitten? Ich brauche nicht leiden. Nee, du brauchst nicht leiden, du hast schon gelitten. Nein. Er hat schon gelitten. Wie das denn? Er wurde von seinem kleinen Bruder fertig gemacht. Nein. Aber mein kleiner Bruder hat sich von meiner kleinen Cousine fertig machen lassen. Oh, ein Creeper. Wahoo! Na, ganz toll. Ich dachte, mit dem könnte ich mich anlegen. Tja, hast du wohl falsch gedacht. Dann hat er die Hälfte meines Hauses in die Luft gejagt. Lolol. Schnell, schnell. Braten Schwein mit Fleisch. Jetzt müssen wir hier jede Ecke zusammen verbinden und dann müssen wir noch die Wände bauen und den Boden.
Ne, den Boden habe ich. Aber hier den Boden. Oh, wir haben voll Essenmangel. Nö. Was hast du denn alles zu essen? Ich habe noch 2 gebratene Schweinefleisch, rohes Rindfleisch und 2 Hühnchen im Ofen. Lecker Hühnchen. Ich hasse Hühnchen. Also ich habe hier eigentlich gerade nicht falsches Holz haben wir noch. Kleiner roter Felix. Felix. Kleiner roter Felix. Nein, du sollst jetzt das abbauen. Ich brauche unbedingt gleich eine Axt. Okay, wo ich schon mal unten bin. Warum brauchst du eine Axt? Weil ich keine Axt habe. Du willst wieder Menschen töten. Nein. Doch. Nein. Ich weiß alles. Mhm. Du hast Herrn Müller umgebracht. Und wer ist das? Keine Ahnung. Wieso sagst du es denn? Irgendwo auf der Welt wird es bestimmt jemanden geben, der Müller heißt. Und er hat ihn eiskalt umgebracht. Er hat niemals mal mit den Augen gezwinkert. So. Er hat ihm einfach nur einen Chant im Schock gegeben. Eiskalter Killer. Brauche jetzt erstmal ganz viel Fichtenholzbretter. So, das sollte reichen. Aber ernsthaft, er ist ein eiskalter Killer. I don't care. Ich hasse dich. Du bist scheiße. Schnitte. So. Eigentlich? Also ich baue hier gerade meinen Bogen. Bogen, ey. Ich baue einen Boden. Ich baue hier gerade mein Dach. Irgendwie finde ich meine Hütte hässlich. Dann müsste sie verschönern. Ja, sollte ich vielleicht irgendwann nah an der Zukunft mal tun. Und zwar, wie kann man denn das verschönern? Oh, ich habe hier eine Axt. Felix. You are so boring. Autsch. Au! Das war gerade irgendwie lol. Du hast gerade Autsch gesagt, als ich gerade vom Dach gefallen bin. Na Pech. Du bist boring, du Affe. Hey, du hast ein Skelett, ein Freund, wo ist Skelett? Jetzt hat das Skelett eine Kuh umgebracht. Wow. Du hast Herrn Müller umgebracht. Alter, wer ist das? Keine Ahnung! Ja, da kann ich ihn ja nicht umgebracht haben. Doch, irgendwo auf der Welt gibt es bestimmt jemanden, der Müller heißt. Und den hat er eiskalt umgebracht. Ja, irgendwo auf der Welt. Ah, die einfach nur im Center schon hart. Irgendwo auf der ganzen weiten Welt. Zwischen den 3 bis 5 Menschen. Früher habe ich geglaubt, die Erde wäre viereckig gewesen. Suchti. Wieso sucht die war? Da kannte ich Minecraft noch gar nicht. Wow. Das ist komisch. Nein, aber ernsthaft. Ob die Welt wohl bei Minecraft viereckig ist? Naja, da müsste irgendwo einfach die Kante abgeschnitten sein. Ja, kann auch sein. Und dann müsste man da sein. Wieder so eine hässliche Spinne. Ja. Könntest du da oben gerade auf deinem Dach gegen Spinnen? Ja. Ich habe hier unten überhaupt nichts gegen, dass ich kämpfe und ich bin unten. Danach klaue ich dein Vater die Küchelübel. Wo hast du wenig Talente? Dann hast du nicht genug. Hier oben. Später haben wir hier überall in den Wänden Millionen von Fenstern rein. Und das sieht dann porthässlich aus. Besser gesagt, wir reißen alles Holz hier raus und bauen ein Fenster rein. Oder nur Glas. Sieht einfacher. Geht einfacher. Nein, natürlich machen wir das nicht. Wie lange wäre aufnehmen können? Weiß ich doch nicht. 15 Minuten? Nein. Klar, 15 Minuten. Ja, Alter. Alter, die spawnen alle in meinem Haus. Wow. Nein. Shit. Da ist ein Kulter in deinem Haus. Was ich nicht bemerkt habe. Geh weg, du Scheiß.
Nee, ich will dir jetzt mal zeigen, wie das ist, wenn so ein Creeper an deinem Haus explodiert. Ach, Manno! Kleiner Wichser. Soll ich mich mal anlegen? Hau einfach ab, die Hunde werden aggro auf dich, ne? Ja. Wenn ich die Hunde dann aufstelle, laufen sie dir hinterher und dann bist du tot. Wow! Wenn du tot bist, lache ich. Ich würde das nicht nochmal tun. Wenn ich sie jetzt aufsetze, rennen sie dir die ganze Zeit hinterher. Jetzt wirst du verfolgt von 3 Spinnen und einem Creeper. Und jetzt ist hinter dir ein Skelett. Und vor dir ein Skelett. Wenn du tot bist, lache ich aber so derbe. Für die Schwerkraft. Bist du in die Schlucht gestürzt, ey. So witzig. So, wir müssen jetzt. Scheiß Kacke! Alles dein Hund zu verdanken! Scheiß Köder! Du bist doch in die Schlucht gesprungen! Ich hab das freiwillig gemacht. Ja, okay, aber du bist weggerannt. Die Hunde liefen dir doch gar nicht hinterher. Die haben sich ja sofort wieder in meinem Haus hingesetzt. Wo sind meine ganzen Sachen? Die sind alle explodiert. Ne, ich hab alles. Alter Mann, fällt gerade auf, wie viele Rohstoffe noch hier in der Schlucht sind. Du kleiner. Ah! Ein Vorteil hast du es, dass du abgekratzt bist. Ja. Du hast zwar überhaupt keine Levels mehr. Wurde schon. Boah, wie ich Creeper hasse, ey! Jagst wieder ein Creeper in die Luft, duellierst dich währenddessen mit einer Spinne. Genau. Und bist schon wieder halb tot. Hat einer von euch eigentlich schon einen Minion-Schein? Ja, ich. Nein, hast du nicht. Und ob? Siehst du? Nein, hast du nicht. Der ist nicht echt. Das ist eine Fälschung. Aber ich kann dasselbe machen wie mit deinem Original. Auf deinem Dach hängt schon wieder die hässliche Spinne. Gertrud, Alter. Deine Oma kommt zu Besuch. Wenn ich dich jetzt noch einmal anschaue, krieg ich auch einen Krebs. So hässlich bist du. Jetzt kann jeder sich die Frage stellen, hat er eine Freundin oder nicht? Glaub mir. Bei der Hackfresse. Wohl eher nicht. So, jetzt habe ich Sand. Kann mir Fenster bauen. Hier, mein Freundchen hat ja schon eine Freundin hier. Habe ich beobachtet, wie er mit seinem Kissen rumgeknutscht hat. Und du erst recht. Ich hab keine. Du hast auch mit deinem Kiste rumgeknutscht, ne? Nachts immer. Wenn alle schlafen. Du Stalker, du! Klick. Ich hab hier doch überall noch Millionen Fichtenholz. Wieso macht das denn? Inventory Tweaks nicht. Alter Junge! Das hat Lack. Oh, irgendwie gefällt mir dein Haus. Es hat noch nicht mal ein Dach. Und die Umrisse. Ja, kann sein. Hm. So, naja. Ich glaube, wir sind ja schon wieder am Ende des Let's Plays, oder? Genau, wir sind ja schon wieder am Ende. Ich leuchte hier nochmal aus. Und jetzt habe ich noch eine zweite Frage, die ihr mir am besten bis nächste Folge beantwortet. Habe ich eine Freundin oder nicht? Nein, sondern... Sollen wir hier aus Holz, also aus Stufen oder aus Treppen das Dach bauen? Das ist jetzt mal eure Entscheidung, denn ich weiß nicht, was da jetzt besser raufpassen würde. Also Stufen sehen vielleicht schöner aus, aber Treppen, weil ich wollte da vielleicht noch was hinbauen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so dermaßen wichtig. Wir kriegen da noch einen großen Keller und dann haben wir den Platz auch. Also, dann bis nächste Folge. Tschüss!